Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Zum Glück in die Zukunft 2 Box von Materia. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Zum Glück in die Zukunft Teil 2, das Ganze aus dem Jahr 2014. So sieht das aus. Wir haben hier eine quadratische Box. Hier oben lesen wir in gelber Schrift Materia zum Glück in die Zukunft, dann römisch 2. Darunter haben wir einen Jungen mit Steinschleuder. Sieht für mich so aus, als wäre der in Asien zu Hause, also eventuell irgendwie in Nepal, China oder ja Taiwan eventuell. Und um ihn herum, interessante Landschaft. Sieht nach Bergen aus und als wäre es dort etwas kälter. Hier unten haben wir dann den Boxinhalt. Hier lesen wir einmal Zum Glück in die Zukunft 2 Digipack, exklusives Doppel-Digipack, Mission Patch T-Shirt, DIN A1 Plakat und exklusive Autogrammkarte. Gut, auf der rechten Seite zieht sich das Cover der Box durch, auf der linken Seite ebenfalls und oben genauso. Von unten sieht das Ganze so aus und hier haben wir dann noch einen Credit, die Credits und einen Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Das Ganze ist eine Klappbox, der Deckel ist nicht abnehmbar, sondern wirklich zum Klappen. Von innen schwarz. Wir haben hier einmal das Album an sich. Dann haben wir den Bonusinhalt. Ein Shirt. Ein Poster und die Autogrammkarte. Wie gesagt, von innen glatt schwarz. Wir klappen das Ganze mal wieder zu und starten wie immer mit dem Album an sich. Und das sieht so aus. Also auch hier wieder ein Junge mit Steinschleuder abgebildet. Diesmal ein anderes Gesicht, ein anderer Junge. Gute Frage, wo das aufgenommen wurde, eventuell irgendwo im westlicheren Asien oder vielleicht auch in Südamerika. Falls ihr es wisst, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Das Ganze ist ein Digipack. Hier lesen wir dann auch wieder Materia zum Glück in die Zukunft 2. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben insgesamt 14 Tracks an der Zahl. Und wir haben jede Menge Features, hauptsächlich Gesangsfeatures. Wir haben hier Features von Campino, Julian Williams, Miss Platinum, Yasha, Masimoto, Christopher Rumble und das Ganze wurde produziert von den Krauts. Hier oben ist wieder ein Barcode, hier unten die Credits. Dann schauen wir mal hinein. Was haben wir hier? Eine Danksagung. Okay, die zwei Zeilen werde ich euch jetzt mal kurz vorlesen. Und zwar lesen wir hier: Ich danke all den wunderbaren Menschen, die an dieser Platte mitgewirkt haben. Meiner Familie, all meinen Freunden und ganz besonders all meinen Fans und Supportern. Es ist das Schönste, Musik machen zu dürfen und dafür bin ich euch unendlich dankbar. Euer Martin. Jawohl. Dann haben wir hier einmal Materia zum Glück in die Zukunft 2. Und hier in dieser Stecktasche dann das Booklet. So sieht das aus. Also hier einmal das Materia Logo. Und dann haben wir hier Aufnahmen von einer kargen Wüste und hier ist das entsprechende Gefährt, mit dem diese Wüste befahren wurde. Dann haben wir, das gefällt mir gut, die einzelnen Songtexte, also hier Track für Track, Wort für Wort abgedruckt. Sehr schön. Zum Mitlesen, zum Nachlesen, da kann man dann alles hier ansehen. Dann haben wir hier eine Luftaufnahme. Das sieht aus wie ein riesen Slum. Eventuell in Indien oder in Südamerika aufgenommen. Sieht auf jeden Fall richtig heftig aus. Hier ein Foto von Martin. Weitere Texte. Dann hier ein schöner See. Zwischen schneebedeckten Bergen. Weitere Texte.
Und zum Abschluss nochmal Materia mit kleinem Kätzchen am Arm. Hier wieder ein weiterer Junge mit Steinschleuder, in diesem Fall ziemlich wahrscheinlich in Afrika. Und hier dann noch die letzten Texte. Gut, soweit zum Booklet. Machen wir mal wieder hier in diese Stecktasche. Dann kommen wir zu dem Album, zu der CD. Das sieht so aus, in Schwarz und Gelb gehalten. Hier wieder mit dem Materia-Logo. Und auch die Rückseite hier gelb. Aber damit nicht genug. Wir haben noch ein zweites Digipack. Hier haben wir auch wieder einen Jungen mit Steinschleuder. Sieht für mich aus, als wäre der irgendwie aus Indien, Pakistan, die Gegend. Und hier lesen wir dann Bonustracks plus Instrumentals. Und zwar haben wir hier spannenderweise die Rückseite gesplittet, denn das Ganze ist auch auf dieser Seite hier verwendbar, denn hier haben wir nicht nur die Bonustracks und Instrumentals, sondern auch den ersten Teil, Zum Glück in die Zukunft Teil 1, dieser aus dem Jahr 2010. Dann machen wir das mal hier auf. Wir haben hier kein Booklet drin, aber zwei CDs, und zwar ist das hier CD Nummer 1. Diese beinhaltet Bonustracks plus Instrumentals. Jawohl. Ist ebenso wie die Album-CD in zwei Farben in Schwarz und Gelb gehalten. Und was wir hier haben, dahinter sehen wir die Bonustracks aufgelistet. Und zwar haben wir, wenn ich es jetzt richtig sehe, drei Bonustracks. Ich hoffe, man kann das hier sehen. Und zwar, Ich schlafe in meinen Jeans, Nie in New York und Logo auf dem Mond. Und dann haben wir natürlich die Instrumentals von allen Tracks. Also in dem Fall von 19 Tracks gibt es noch die Instrumentals. Das ist echt eine Menge. Aber damit nicht genug. Wir haben hier noch eine weitere CD drinnen. Die sieht hier so aus, in Neonorange und Weiß gehalten. Und hier befindet sich das Album Zum Glück in die Zukunft Teil 1 drauf. Und hier haben wir dann insgesamt 12 Tracks noch oben drauf. Hier auch nochmal die Trackliste hier in dieser Kreisform aufgeschrieben. 12 Tracks nochmal auf dem Album Nummer 1. Jawohl. Dann haben wir eine Autogrammkarte in einem sehr unüblichen Format. Also die Autogrammkarte ist riesig. Hier sehen wir Materia Arm trainieren. Hier werden gerade die Oberarme, speziell der Trizeps, in Form gebracht und hier unten dann mit schwarzem Stift unterschrieben. Das Ganze ist einseitig bedruckt, Rückseite blank weiß. Ein Poster ist mit dabei und das dürfte ziemlich groß sein. Jawohl, es ist ziemlich groß. So. Und hier haben wir dann das Foto, welches wir schon aus dem Booklet kennen. Und zwar hier Materia mit diesem kleinen Kätzchen. Im Hochformat das Ganze. Links gibt es dann nochmal das gelbe Materia-Logo. Dieses Poster ist im Format A1 und einseitig bedruckt. Also die Rückseite ist weiß. Wie gesagt, Hochformat. Dann klappen wir das Ganze mal wieder zusammen. Und kommen zum letzten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier ein Shirt. Ein Shirt in der Farbe weiß, aber dafür mit einem sehr farbenfrohen Aufdruck. Materia, Zum Glück in die Zukunft 2 lesen wir hier. Dann haben wir das Materia Logo. Und dann hier dieses Logo von Zum Glück in die Zukunft, das wir auch schon aus dem Booklet kennen. Das Ganze hier in Blau, Weiß, Grün und Rot gehalten. Also farbentechnisch sehr, sehr stark. Auf der Rückseite haben wir weiter nichts, keinen Neckprint. Und wir haben es zu tun mit einem Gilden Premium Cotton in der Größe L. Das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Und wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann haben wir das Poster einseitig bedruckt im Hochformat, Größe A1. Die Autogrammkarte im Querformat,
Die Bonustracks plus Album Instrumentals plus Album Nummer 1, also Zum Glück in die Zukunft Teil 1. Und natürlich das Album an sich, Zum Glück in die Zukunft 2. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Zum Glück in die Zukunft 2 von Materia. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Materia unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.